Wunderschön, herzlich willkommen online, also auch hier in Ettlingen. Für Leute, die schon öfters mit der X4 gearbeitet haben, denken jetzt, das Logo, das ist ja neu. Genau. Also es gibt nicht nur eine neue X4 BPMS, sondern natürlich auch von unserem Marketing ein neues Logo. Einfacher, frischer, flexibler, schneller. Und ich denke mal, das sind auch so die drei Schlagworte, die unsere neue X4 BPMS aus meiner Sicht gut charakterisieren. Zum einen das Thema einfacher. Wir wollen einfach, dass die X4 Suite einfacher wird, dass es mehr auch in den Fachabteilungen entsprechend genutzt werden kann. Hier das Stichwort Low-Code, No-Code. Das andere ist das Thema schneller. Wir wollen natürlich auch schneller werden rund um das Thema Cloud, Microservices, dass einfach die Services schneller entsprechend publiziert werden können. Und das Thema Flexibilität, DevOps. Also es ist einfach, dass Sie als Kunden flexibler mit der X4 arbeiten können, um hier so dann auch Ihre Kundenbedürfnisse entsprechend anpassen zu können. Aber mehr Details dazu haben wir natürlich unseren Experten, den Gerhard, ich denke, den kennen schon die meisten. Unsere Koryphäe, unser Innovationsmanager rund um die X4. Da komme ich auch schon innerhalb meiner 5 Minuten zu meiner letzten Folie. Unser Marketing hat zusammen mit uns, mit unseren Mitarbeitern und Kollegen auch so eine, sag mal, Mission, Vision gestaltet, was uns denn eigentlich in unserer tagtäglichen Arbeit antreibt. Und das ist das Thema nachhaltige Welt. Also das heißt, wir wollen auch mit unserer Software, mit dem, was wir tun, Menschen und Systeme verbinden, um hier einfach eine nachhaltige Welt zu gestalten. Das sind so die zwei Kernsätze, die uns jetzt irgendwie in unserer Mission, Vision vorantreiben. Und ein Produkt davon ist die neue X4 BPMS, wo wir das einfach versuchen, hier entsprechend umzusetzen. Dann würde ich das, oder dann bedanke ich mich für die 5 Minuten, dass Sie zugehört haben. Und dann würde ich das Wort schon übergeben, um dann jetzt wirklich inhaltlich tiefer zu gehen, an unseren Innovation Manager, den Gerhard. Vielen Dank. Danke, Markus. Ja, auch für mich gilt, ich freue mich echt mal wieder eine richtige Veranstaltung zu haben und nicht nur nur Online-Präsentationen. Die sind ja jedes Jahr da. Wir treffen uns immer wieder hier. Manche sind neu. Das freut mich super. Auch von euch, die online dabei seid, möchte ich jetzt auch gleich einsteigen in die Sache. Und zwar hoffe ich, die nächsten 25 Minuten mal einen Überblick geben, was haben wir denn gemacht im letzten Jahr. Wir bringen dieses Jahr eine neue Version raus oder haben sie jetzt rausgebracht, eine 7.0 Major Release. Da hat sich einiges geändert dran. Wir werden sehen, in welchen Bereichen. Und da starte ich jetzt einfach mal mit dem, was uns antreibt. So ein Leitsatz, jeder kann mit X4 BPMS Geschäftsprozesse einfach und schnell digitalisieren. So, das ist unser, kann man sagen, Leitsatz, da wollen wir hinkommen. Und da ordnen wir jetzt alles, was wir tun, eigentlich drunter. Und für die Version 7.x haben wir da 3 Kernkomponenten identifiziert für uns, wo wir daran arbeiten wollen und dem wir alles zuordnen. Das ist einmal das Thema BPMS als Plattform, also Umbau vom X4 zu einer Digitalisierungsplattform, richtig. Der zweite Kernsatz oder Kernkomponente ist das Thema Low-Code, No-Code. Also einfach die Werkzeuge so verbessern, dass es einfacher wird zu entwickeln damit, dass nicht nur sogenannte Pro-Coder, also der High-Tech-Techie damit arbeiten kann, sondern dass die Hürde für jemand, der halt nicht kein Hardcore-Softwareentwickler ist, zumindest mal Teile selber machen zu können, kleiner wird. Der dritte Teil, Thema DevOps, Schlagwort ist ja doch sehr, ja, ich möchte nicht sagen Hype, inzwischen hat es ja wirklich Einzug gehalten in den Alltag vieler Firmen. Da geht es uns darum, die Unterstützung von aus der Entwicklung in den Betrieb, in den Cloud-Betrieb, aber auch in den On-Premises-Betrieb immer einfacher und schneller zu machen, moderne Systeme und Verfahren, die es da gibt, ich sage nur Pipelines, zu unterstützen. Die 3 Kernbereiche werden uns heute den ganzen Tag über immer wieder begegnen. So, und jetzt mal Tacheles.
So sah die Roadmap oder sieht die Roadmap für die 7.0 aus. Man sieht schon auf der linken Seite hier, haben wir eben genau diese Kernkomponenten BPMS, Low-Code und DevOps. Und denen haben wir eigentlich alles, was wir getan haben, sowohl im Designer und Server, in den Web-Apps oder dann auch rundherum in dem Betrieb von X4 untergeordnet. So. Ich lese jetzt nicht diese Roadmap vor, weil jeden dieser Punkte werde ich entweder jetzt kurz vorstellen oder werden wir heute im Laufe des Tages natürlich im Detail sehen, was das bedeutet und was, wie es dann wirklich funktioniert. Ich glaube, das ist das, was euch am meisten interessiert. Fange ich mal an mit dem X4 Designer. Im X4 Designer haben wir ja zwei dieser Stichworte berücksichtigt. BPMS, klar, wir haben an der Plattform selber was machen und das Thema Low-Code. Das ist natürlich der Hauptteil im Designer. Als erstes eine kleine, kann man sagen, aber feine und sehr wichtige Änderung, wenn wir im nächsten Vortrag dann sehen werden, ist das Thema, einen BPMN-Designer bereitzustellen. Das bedeutet, wir haben eine Sicht geschaffen im X4 Designer, mit dem auch ein Fachbereich arbeiten kann. Also abgespeckt, ich kann mich auf das konzentrieren, was ich machen möchte, BPMN-Modelle modellieren und die dann auch medienbruchfrei in die Entwicklung zu übergeben. So. Dazu möchte ich jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, weil das stellt nachher der Markus Scheurer im Detail vor. Da wird er das sehen, wie das funktioniert. Darum komme ich gleich zum nächsten wichtigen Punkt. Zusammenfassend kann man das sagen, eine neue Strukturierung. Da unterstützen wir neue Dateitypen und private Dateien. Was heißt denn das im Designer? Private Dateien, also ihr kennt wahrscheinlich die Verzeichnisstruktur mit Adaptern, Prozessen, Mappings. Was jetzt neu ist, ich kann einem Prozess direkt private Dateien unterordnen. Also ich kann sagen, ich habe hier meinen Prozess und ich habe einen Adapter, der muss eigentlich nur in dem Prozess benutzt werden. Dann kann ich den auch nur unter dem Prozess anlegen. So kriege ich einfach eine bessere Strukturierung rein. Warum wir das machen, kommen wir nachher gleich noch dazu. Es wird einfach ein bisschen aufgeräumter. Ich kann bessere Artefakte bauen. Also man kann sagen, das sind ja private Dateien. Das Weitere ist eben diese neue Dateitypen. Das spielt vor allem im BPM-Teil, im Cases-Teil eine Rolle. Also wir haben die Dinge wie Cases, Modelle, Case States und die ganzen Human Task und Rule Definitions, die vorher im Prozess dann auch so, wie ich einen Adapter nutzen kann, entweder für mehrere Prozesse nutzen kann, ich kann sie vererben und dadurch wird halt die Entwicklung mit Fachdaten und Fachzuständen in BPM-Prozessen einfacher und logischer. Das Wichtigste wahrscheinlich für euch, die mit X4 entwickeln, ist tatsächlich der neue Debugger, Echtzeitfehleranalyse. Ich denke, den werden wir heute im Laufe des Tages noch mal sehen, ein paar Mal, deswegen auch nur kurz. Wer einen Debugger aus einer anderen Entwicklungsumgebung kennt, der kennt jetzt auch das. Das bedeutet, ich kann jetzt wirklich Prozesse debuggen, wie sie echt benutzt werden. Ich kann sagen, ich habe hier einen Prozess, der wird zum Beispiel von einer Web-App oder von einem Service aufgerufen und den möchte ich testen, debuggen. Dann sage ich, ich setze hier einen Breakpoint, ich gehe in den Debug-Modus und drücke in meiner Web-App einfach auf den Knopf, der den Prozess aufruft und dann hält das System automatisch an der Stelle an im Prozess mit allen Variablen, die ich habe, mit den Benutzerinformationen, die ich habe. Also diese Zeit von, ich muss jetzt irgendwelche Daten reingeben zum Simulieren meines Inputs, die sind vorbei damit. Damit wird halt ein Debugging einfach viel, viel einfacher, viel, viel sicherer und macht auch dann die Arbeit einfach ja, flexibler. Neben dem Debugger, gehört dazu, ähnlich, auch das vielleicht gewohnt aus einer anderen Entwicklungsumgebung, gibt es eine sogenannte Problems View. Also das sieht man hier unten. Ich sehe jetzt in einem Fenster, wenn ich in meine X4-Projekte habe, alle Warnings und Errors, die es halt gibt. Wenn ich irgendwo vergessen habe, ein paar Adapter zu konfigurieren. Wenn ich irgendwo noch eine Datei drin habe, so das ist der Klassiker, eine XML-Datei als Buffer und setze den irgendwo auf Write.
und vergesse den in meinem Prozess oder read, dann wird es hier unten angezeigt als Warning oder Error, dass ich da was vergessen habe. Und ich muss nicht alle meine Projekte durchsuchen, sondern ich kann einfach da reingucken, sehe, aha, da stimmt was noch nicht, springe an die Stelle, kann es korrigieren. Ist auch so ein kleines, aber nettes Feature, das einfach hilft, schneller zu entwickeln. Also wie gesagt, für die von euch, die mit X4-Designer täglich arbeiten, ist das extrem nützlich. So, Designer haben wir jetzt. Nächster Bestandteil, den wir verbessert haben, sind die Web-Apps. Ich glaube, der größte Punkt in den Web-Apps ist tatsächlich das neue Data Grid. Das war immer so ein Thema, ja, in Activities Classic, im alten System konnte ich ja Tabellen machen mit Sortieren, Filtern, Spaltenbreiten etc. Das können wir jetzt sogar einfacher in Web-Apps machen mit dem Data Grid. Also wir können jetzt einfach Tabellen definieren mit einem Paging-Mechanismus, den man da unten sieht, mit Suchen und Filter auf Spalten. Ich kann die Spalten verschieben, ich kann die Breiten verändern, ich kann Spalten ein- und ausblenden. Das, was man eigentlich vom modernen Tabellensystem gewohnt ist, das funktioniert jetzt alles sehr einfach auch mit Web-Apps. Das war aber nicht die einzige Komponente, die wir neu gemacht haben. Wir haben auch weitere Komponenten und Controls dazugefügt, die teilweise ganz klein sind, aber extrem nützlich. Ich möchte jetzt auf jedes davon eingehen, weil auch die werden wir heute bei dem Christian und bei der Robby noch Teil in live sehen. Ein ganz, was für mich ziemlich nett ist, ist einmal diese kleine Action-Komponente Button. Das ist ganz einfach, ich kann jetzt Buttons irgendwo hinlegen. Hört sich selbstverständlich an, hilft aber schon weiter an vielen Stellen. Ich kann direkt HTML-Dokumente einbetten, wenn ich also irgendein Fragment anzeigen möchte, das halt formatiertes HTML in meiner Seite ist. Ich habe schon ein vorformatiertes HTML-Dokument, kann ich ja direkt anzeigen. Ich kann hinterlegen, also meine Hyperlinks, also ich werde extrem flexibel jetzt, was meine Oberflächengestaltung angeht. Zum Thema Oberflächengestaltung noch zwei wichtige Dinge, das sind die neuen Layouts. Bisher, wer damit schon was gemacht hat, weiß es, gibt es ein Grid und ein Flow-Layout. Ich bin also ein bisschen eingeschränkt gewesen, was das Layouting meiner Seite angeht. Jetzt haben wir zwei neue definiert, die, denke ich, viele von euch dann auch fleißig nutzen werden. Das ist zum einen das Responsive Layout. Das lehnt sich ein bisschen an Bootstrap an, wer das kennt, mit so einem 12-spaltigen Layout-System, wo ich sagen kann, auf einem mobilen Endgerät möchte ich es zweispaltig anzeigen, auf einem Browser möchte ich es vierspaltig anzeigen. Das kann ich da entsprechend definieren. Und ein ganz einfaches Layout, ein sogenanntes Box-Layout, einfach eine Box, in HTML wäre es ein Div, das ich aber frei auf dem Bildschirm positionieren kann, mit Größe und Breite. Und das hilft natürlich jetzt auch wieder die Seiten extrem flexibel zu gestalten. Das ist der erste Punkt, den wir gemacht haben, der es einfacher und ich nenne es mal einfach hübscher macht. Der zweite Punkt für euch, der es hübscher macht, ist ein kleiner, aber wichtiger. Wir haben das Standardfarbschema angepasst. Da hat unsere UX-Designerin ein bisschen gezaubert. Man kann sagen, das sind ja nur Farben, aber tatsächlich hat selbst mich erstaunt, wie viel diese Farben ausmachen, wie viel ansprechender das dann aussieht, wenn man, also wir liefern jetzt ein bestimmtes Standard-Farb-Layout mit, das natürlich unserem Softprojekt Layout und CI entspricht, aber allein durch die Komposition kann man jetzt sehr schnell anpassen, dass es einfach auch ein stimmiges Bild gibt, wenn man so eine Web-App baut. So, und das letzte Feature, auf das ich in Web-Apps rausgehen möchte, ist eine Art ja, eine Customizing oder Einbinden von Komponenten. Zum einen kann ich jetzt dieses Login-Screen, wir hatten ja bisher immer einen Login-Screen in Web-Apps, der aber relativ statisch war. Ich konnte zwar bestimmte Dinge wie Passwort vergessen oder solche Sachen ein- und ausblenden. Den gibt es nach wie vor als Standard-Login-Screen. Ich kann jetzt aber einfach ein komplett eigenes Web-App-Formular auch als Login-Screen hinterlegen. Das bedeutet, ich kann mein Login gestalten, wie ich möchte. Da kommen wir noch beim zweiten Punkt, der ein bisschen da reinspielt noch dazu, nämlich bei unserer neuen Benutzerverwaltung. In der Kombination kann ich jetzt sehr, sehr flexible und komplexe Benutzeranmeldesysteme machen. Also wenn einer nicht mit User und Passwort anmelden will, sondern was anderem,
kann man das jetzt gestalten. Und auch ein wichtiger Punkt, möchte ich nur bitten, auch meine Kollegen, dass man das nicht dann missbraucht. Einfach gesagt, wir können jetzt externe Webkomponenten einbinden aus der HTML-Welt in iFrame. So, das bedeutet, ich kann tatsächlich innerhalb von meiner Web-App-Anwendung, wenn ich verschiedene Komponenten habe oder Seiten habe, kann ich auch einfach direkt externe Seiten verlinken in Web-Apps rein mit voller Funktionalität. Also sprich, wenn ich eine bestehende Seite habe und die möchte ich in meinem Rahmenanwendung drin haben, kann ich das jetzt ganz einfach tun. Server hat sich extrem viel getan, was man auf den ersten Blick aber nicht sehen wird. Also im Endeffekt, wenn man das anguckt, der hat sich einen X4-Server. Da steht schon drin, auf dem Weg zur Plattform, was im Motorraum von X4 BPMS passiert. Wir sind dran, wir sind sicher noch nicht fertig, dazu später mehr, das X4 BPMS direkt wirklich zu einer Plattform umbauen. Plattform mit Modulen, mit Plug-and-Play-Mechanismen. Und das haben wir gemacht. Also wir haben den Server ziemlich umgestaltet, damit er einmal modernisiert wird. Was Standards angeht, sieht man hier, wir binden bestimmte Standards ein. Aber auch, wir splitten den auf von einem dicken Modul, einem dicken Server, ja, wisst ihr, in der Vergangenheit ist relativ groß, in ein sehr modularisiertes System, das ich dann später individuell zusammenbauen kann. Alle diese Module kommunizieren über eine API, über Schnittstellen, standardisierte Schnittstellen miteinander und damit haben wir halt das System dann irgendwann extrem flexibel, modular und erweiterbar. Also sprich, wenn ich einen neuen Adapter haben möchte, dann schmeiße ich den einfach irgendwo hin und dann ist der automatisch da. Also, und da haben wir für die 7.0, deswegen auch Major-Version, sehr, sehr viel gemacht, was man, wie gesagt, auf den ersten Blick halt nicht sehen wird. Der zweite Punkt im Server, und den sehe ich als einen der wichtigsten an, wir sind von unserem bisherigen Benutzerverwaltungssystem X4 Ulm, User Rights Management, das aber Softprojekt proprietär war, auf eine Standard gegangen, auf OpenID Connect, beziehungsweise auf einen Keycloak zur Benutzerverwaltung. Das ist ein Standard-Tool, das im Internet und überall zum Einsatz kommt. Wir liefern das tatsächlich auch mit. Das werdet ihr sehen, wenn ihr die X4 BPMS installiert. Zweite ist, wir haben überall den Keycloak als Benutzersystem drin. Sprich, für eine Web-App, für ein Control-Center, für den Designer. Es gibt nicht mehrere Stellen, wo ich meine Benutzer pflege. Ich habe eine Stelle. Standardmäßig. Und ich kann durch diesen Keycloak, was inzwischen einfach ein de facto Industriestandard in dem Bereich ist, wirklich auch ganz, ganz einfach andere Systeme wie ein LDAP, ein Active Directory oder sonstige Systeme anbinden und die Federation, wie es so schön heißt, also die Weitergabe von Benutzern, die irgendwo anders sind, an X4 machen, ohne dass ich jetzt extrem viel konfigurieren muss in X4. Im Endeffekt muss ich im X4 gar nichts mehr dafür konfigurieren. Es wird deutlich einfacher. Da sind wir noch nicht ganz am Ende angekommen, dazu heute Nachmittag mehr. Da werden wir noch weitere Funktionalitäten einbauen. Aber wir haben jetzt den Sprung von einer proprietären auf eine Standardlösung, was Benutzerverwaltung und Benutzerauthentifizierung, Autorisierung angeht, vollzogen. So, dann haben wir eingeführt die X4 Apps. Da werde ich jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, weil da haben wir nachher ganz tolle Vorträge auch von Patrick und Matthias, wie man diese Apps nutzen kann, um X4-Projekte über eine Pipeline auf Servern bereitzustellen. Also im Endeffekt sieht es so aus, wir haben Projekte, ihr kennt X4-Projekte, die kann ich zusammenfassen, in sogenannte Apps paketieren. Diese Apps kann ich paketieren und direkt als Paket auf einem X4-Server bereitstellen. Vielleicht einfach, wenn wir nachher live sehen im Laufe des Tages. Der weitere wichtige Punkt, Thema Docker. Einige betreiben ja X4 schon in Docker.
Ein Kritikpunkt von X4 ist, war in der Vergangenheit, oh, das ist groß. Ja, das ist groß, das ist ein ganzes System. Wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, durch diese Servermodernisierung das Paket fast zu halbieren, die Paketgröße. Damit wird das Docker-Image recht viel kleiner, braucht weniger Speicher und das ist das Wichtigste, das startet schneller. Also wenn ich einen Docker-Container habe, unsere Messungen waren in Startzeit ein Drittel von den bisherigen. Also das ist schon ein Container. Auch hier gilt, wir sind noch nicht am Ende, dazu auch später mehr. Da werden wir noch richtig viel liefern können in dem Bereich, um immer noch kleiner zu werden. So, der letzte Punkt, das Control Center. So, da gibt es eine neue Strategie, also dieses, auch da gilt, dieses monolithische Control Center, wie es bisher gab, gibt es nicht mehr und wird es in Zukunft in der Form auch nicht mehr geben. Wir werden komplett webbasiert sein, wir fokussieren uns auf bestimmte Anwendungsfälle und setzen auf eine Plattformtechnologie. Plattform heißt, X4 bietet eine Plattform, nämlich hier diese App-Plattform, wo ich dann bestimmte Apps, zum Beispiel Monitoring für einen Regeleditor, aber auch Fachanwendungen, Lizenzmanagement reinhängen kann und dann auch entsprechend rollenspezifisch ab- oder nutzen kann. So, aber alles davon sind eigene Micro-Apps oder Microservices. Um das zu realisieren, sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir gehen von diesem monolithischen, sehr eng mit X4 verdrahteten Control-Center, wie es bisher weg, und stellen für alles APIs, und zwar Standard-APIs, die alle gleich aussehen, alle auf einer Open-API-Spezifikation basieren, zur Verfügung. Egal, ob das fürs Profiling, für die Benutzerverwaltung, für das Scheduling, alles, was wir ergibt, gibt es jetzt Standard-APIs auf Open-API-Spezifikationen. Und, das kommt dazu, auch Adapter. Also wir haben immer die Parallelphilosophie, wir bieten Adapter an und wir bieten REST-API an. So. Und dann kommen nach und nach diese Rahmen-Apps. Es gibt jetzt die ersten Apps dafür, aber wir sind tatsächlich noch nicht weiter, deswegen das. Diese zentrale Rahmen-App gibt es jetzt noch nicht, die kommt jetzt, aber es gibt für alles die APIs. Und wir können jetzt, durch das, dass wir die APIs haben, diese Apps, kann man sagen, auch versionsunabhängig ausliefern. Da müssen wir nicht mehr mit einem Release arbeiten, sondern wir haben eine API und wenn wir sagen, eine App ist fertig, zum Beispiel eine Scheduler-App, die tatsächlich jetzt schon fertig ist, können wir die jederzeit bereitstellen. So können wir diese neue Control Center, also diese Plattform nach und nach aufbauen.